das laut? Ist das laut? Hey, Party People, what is up? What is I'm going? Moin, dieser Knochen, hier ist Schlawiner. Heute spiele ich ein bisschen Friday the 13th, ein Freitag der 13. Killer Puzzle. Ist sogar auf Deutsch, wundert mich gerade. Wundert mich wirklich gerade. Hätte ich nicht gedacht. Gut, spielen, täglicher Tod, Mordmarathon, was auch immer das ist. So, Einstellung, lass mal alles wie es ist. Spielen, ich gehe. Was ist täglicher? Ich gehe spielen. Sie wurden gewarnt, jetzt sind sie verloren. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Mordanzeige, ich muss wahrscheinlich irgendwas umnieten. Okay, ich spiele einfach mal, klassischer Jason. Der unrechte Standard, wenn es um Psychokiller geht. Dieser zeitlose Look kommt nie aus der Mode. Yo, ich würde dann gerne mal Let's Fetz. Sagen die irgendwas? 20 years ago, a boy drowned in Crystal Lake because the camp counselors weren't watching him. In the following days, they started to die one by one. They were murdered by the boy's mother, Pamela Voorhees. The counselors cut off her head to stop her. Now her son Jason stalks these woods seeking revenge for her death. Wait, wasn't his mom seeking revenge? Yeah, didn't he drown as a kid? Whoa. Wait, maybe I'm not telling it right. Oh God! Auf welcher Gewaltdarstellungsstufe müsstest du spielen? PG ist der Parental Guidance, also ne, wo Eltern aufpassen müssen, und R ist für Erwachsene. Ja. What to do? Wie steuere ich das? Das ist die Mutti. Hier ist der Kopf ab? Ja. Du musst mich rächen, verwende die Falltasten, ein Gamepad oder ziehe deine Maus, um dich zu bewegen und anzugreifen. Okay. Oh ja, okay. Oh. Das ist aber echt schnell, du. Ah! Ja, perfekt. Und jetzt macht das letzte Mädchen kalt. Okay, Mama. Fehlt. What? What? Ich hab gefehlt. Was für miese Camp-Teilnehmer. Bewege dich da drüber, um sie zu bestrafen, Jason. Gut, Mama. Kann ich hier rüber? Nee, wir können nicht rüber. Ah, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Weil der ist ununterbrochen schnell. Aber wie soll ich da jetzt hinkommen? Ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie ich da hin kann. Der springen? Springen kann er irgendwie nicht. Okay, Fäuste, Machete. Ja, Waffenpaket kaufen. Alles klar, gut, zurück. Bisher war es witzig, jetzt nervt schon. Ich muss ja irgendwie springen können. Warte mal kurz, ich guck mal in die Einstellung. Mama Gegenwart verlassen fort. Ja, Mega Markt. Nee, das ist nicht Einstellung hier. Blut, mitwirkende Erfolge, Sound, Optik, also Was ist das? Hier ist zurück. Ja, wie komme ich denn jetzt dahin zu dem? Bra? Wenn man die Falter-Tasten benutzt, man sieht's ja, der prügelt einfach von links nach rechts und hier kann man hier drehen. Oh, was ist das? Achso, da komme ich am Anfang zurück. Wie soll ich da hinkommen? Und der bringt ja leider nicht. Kann er hier irgendwas machen? Ne, hier kann er auch nichts machen. Also nicht für ungut, aber wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Du bewegst dich so lange weiter, bis du etwas triffst, Jason. Wie denn? Ich kann ihn ja nur in die... Wenn ich mit der Maus ranklicke, drehe ich ihn nur in die jeweilige Richtung. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ich. Was ist, wenn ich ein paar Tasten drücke? Okay, H ist hier die Mutti. Was ist ein J? Kann man springen? Was X? Oh, okay. Leider ist er halt so, der stürmt ja immer nur an. Und hier kann er nicht rüber. Springen kann er auch nicht. Hier ist halt X.
Ich kann da leider nicht hinklicken. Was habe ich mir überhaupt für eine Taste gedrückt gehabt? C? Genau. C ist die Taste. Okay, kommen wir zurück. X, Y, V, B, B. Ah, nichts für ungut, aber wie soll ich das. Wie soll ich das machen, bitte? Der kann nicht springen. Und ich weiß nicht. Der bewegt sich leider nur. Ah! Ah! Wie habe ich das gemacht? S und D oder irgendwie so in der Art. Alter, das ist schwierig. Nein, ich will nicht wieder. Ich will nicht wieder am Anfang zurück. Irgendwie rüber und dann gleich runter oder ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? F? Nee. Shit. Mann. Ah, jetzt. Ja. Ah, okay. Ah, es, klar. Es ist ja ein Puzzlespiel. Denk doch mal mit. Ich habe nicht dran. Okay, jetzt kann ich also hier rüber und hier rüber. So läuft das. Puzzlespiel. Letztes Mädchen. Okay, Warte. Oder habe ich. Hier rüber, runter, zack. Mordmeter kommt jetzt bestimmt. Mord. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden, Brothers and Sisters. Ich strafe sie dafür, was sie dir angetan haben, Jason. Und dafür, was sie mir angetan haben. Töte für Mutter! Okay, Mama. Okay, ist echt nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das X ist. Bin ich dann tot, oder? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Warte mal, hier kann ich runter und dann kann ich den so wegkriegen. Slash. So, gib 3 Punkte. Darf ich auf das X oder darf ich dann nicht rauf? Warte mal. Jetzt ist gar nicht so einfach. Nee. Hier hoch, darüber. Hier. Zack. Ja, letztes Mädchen. Umdrehen. Mordmeter, komm her. Blutrausch. Bin bald richtig im Blutrausch. Okay, also es ist ein Puzzlespiel. Ihr seht es. Es ist relativ simpel, aber witzig gemacht. Warum laufen sie von dir davon? Du bist ein ganz besonderer Junge und heute ist dein Geburtstag. Gut, Mama. So. Also klar, Puzzlespiel, jetzt haben wir alles verstanden. Ich fange erstmal mit dem hier unten an. Ja, ist ja klar. Hier einfach ein U. Slash. Letzter Junge, einfach runter. Mordmeter. Ärgerlich. Vergiss nicht, Jason, wenn du Hilfe benötigst, tippe mich an, ich gebe dir einen Hinweis. Kniffeln. Hier, da. Nee, das geht so nicht. Hier. Hier, nee. Nee. Wahrscheinlich werde ich hier wieder versagen. Also er kann ja nicht springen. Ich überlege gerade, wie ich das machen soll. Ah, ja. What? Jason, echt jetzt. Dankeschön. Letzter Junge, einfach rüber. Puff, Mordmeter. Jetzt komm, jetzt muss ich mal hinten noch sitzen. Ich will mal wissen, was passiert, wenn der Blutrausch gefüllt ist. Gute Mutter. Cool, Mami. Mama. So, zack.
ist ein Puzzlespiel, aber man will ja auch noch Spaß haben. Zack! Letztes Mädchen. Nicht immer eine Ruhe, ne? Mordmeter, Mordmeter. Splatter! Einmal noch, dann beeindruckend, Liebling. Hier ist etwas zusätzlicher Blutrausch für meinen lieben, lieben Jungen. Danke, Mama. Ah, ein 2. Zweiter Rang, verbessert. Alles klar. Tap the box. Nochmal. So, ich bin hier. Keule Bronzeklasse. Ausrüsten, okay, okay, zu allem. Ah nein, ich kann sie nicht ausrüsten. Die Machete ist, glaube ich, besser als diese widerlichen kleinen Camp-Teilnehmer. Wie können sie es wagen, meinen ganz besonderen Jungen weh zu tun? Bin in Ordnung, Mama. Nee, wird geil, ey. So, pass mal auf, jetzt muss man ja nur. Ne, hier, so. Warte mal. Hier muss ich. So, 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 so. Zack. Slord. Hier und Slash. Von hinten ab die Rübe. In die Rübe. So, letztes Mädchen. Ich hätte es jetzt. Also, ich das jetzt gut finde. Also, das ist ja nur Fantasie hier, ne? Ist ja nur Fantasie. Der steht direkt hinter mir. Cool. Sei am Ufer des Sees vorsichtig, Jason. Du bist kein sehr guter Schwimmer. Okay, Mama. Letzter Junge. So, ich darf. Ah, ich verstehe. Ich darf nicht. Shit. Ich darf nicht ins Wasser gelangen. So wie ich jetzt stehe, würde ich ins Wasser fallen. Wie könnte ich denn jetzt noch? Ich würde absaufen. Ich würde absaufen, denke ich. Wenn ich jetzt nach oben gehe, ich habe hier nichts, was mich irgendwie blockieren würde. Vielleicht hätte ich den Typen nicht gleich umnieten sollen. Obwohl, ich stand ja schon hier, oder? Ja, ich hab mich nur umgedreht. Ja, Mutter ist gut. Ich überlege gerade. Ich gehe. Wie gedacht. Start das letzte Level mit. Oder machst du mit den letzten Zug rückgängig? Okay. Ja, Mutter. So, pass auf. Das heißt, ich muss jetzt. Es ist nicht so einfach. Also erstmal hier rüber. Dann hier hoch. Hier. Zack. 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 Letzter Junge. Vorteil ist, ich kann jetzt hier wieder an den Tisch. Zack. 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 Burg. Ich glaube, der Mordbereich, der zeigt nur an, dass man. Killer. Keine Sorge, mein Liebling. Wenn du nicht weiter weißt, drücke einfach Rücktaste, um etwas anderes zu kopieren. Danke, Mama. So, hier brauchen wir nur runter zur Kiste. Die abschlachten, bleibt verstehen. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen überlegen. Hier hoch geht nicht. Ich muss jetzt hier. Nee. Hohoho. Hier. Hier. Nee. Jetzt bin ich. Siehst du, und da habe ich mich schon wieder in Bredouille gebracht. Zurück. Zurück. Und dann kommt schon wieder. Ich muss ja irgendwo da unten. Ich muss irgendwie da unten landen. Nee, warte mal. Noch ein zurück. Jetzt ist sie noch da. Zap, zap. Es geht auch nicht. Ich muss ja an diese Kisten kommen. Wie komme ich an diese Kisten? So geht das auch nicht. Jetzt wird's knifflig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon so ein bisschen knifflig. Ich muss ja hier in diesem Bereich hier unten landen.
Also eine Tischkante und dann hoch. Oder ich habe einfach keine Ahnung, was ich gerade erzähle hier. Wenn ich jetzt hier hoch, nee. Das wird so nix. Ja, ist gut. Macht mal. Und wenn ich jetzt sie angreife, dann hänge ich ja hier fest, kann ich ja nur hoch und runter. Und hier in die Ecke, ich probier's nochmal. Nee, tatsächlich, jetzt kann ich nur hin und her. So, jetzt muss ich halt zusehen, dass sie wieder da ist. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Hier. Zap. Zap. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich bin einfach ein bisschen blöd dran jetzt gerade. Okay, ich gebe ehrlich zu, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das weitermachen soll. Nee, das lief jetzt blöd, das lief jetzt blöd. Na ja, guti, also ihr kennt das Spielprinzip, das gibt's gratis auf Steam. Das Spiel gibt's gratis auf Steam. Ja, Friday the 13th, Killer Puzzle oder irgendwie so heißt das. Wie gesagt, könnt ihr euch gratis runterladen, ist am 21. erst erschienen. Wenn ich mich recht entsinne, ja, viel Spaß damit. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen rumknüffeln hier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis dann, ihr Schlawiner. Ciao, ciao.